Herzlich willkommen zum Ernährungsworkshop der Saarländischen Krebsgesellschaft. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Heike Dillinger. Wir haben heute das Thema Ernährung zur Stärkung der Immunabwehr. Sie sehen schon einige Lebensmittel hier aufgebaut, die die Immunabwehr stärken. Fangen wir mal an mit dem Gemüse. Also wir haben hier verschiedene Zwiebelgemüse, also Schnittlauch, wir haben Frühlingszwiebeln, wir haben bittere Gemüse wie Rucola, Radicchio, und Sie sehen Endivien, und speziell die bitteren Lebensmittel aktivieren den Leberstoffwechsel, und die sollten Sie bevorzugt verwenden. Gerne auch Kräuter. Ja, Kräuter sind sehr mineralstoffreich und vitaminreich, und Sie sollten also die Garnitur möglichst mitessen und nicht auf dem Teller liegen lassen. Aber dazu natürlich gerne noch etwas zusätzlich Salat und auch gerne auch mit einem Ei, damit Sie auch an das notwendige Eiweiß kommen, das Sie am Tag benötigen. Zu stoffwechselaktiven Substanzen gehört hier auch speziell das Kurkuma. Das sehen Sie hier. Die Empfehlung ist die, dass Sie Kurkuma eben auch gerne in herzhafte Speisen einrühren können. Hier auch nochmal Bio-Kurkuma. Und es gibt ein Getränk, was zu empfehlen ist, um die Immunabwehr zu stärken. Das kennen Sie vielleicht schon. Man nennt es goldenen Honig oder goldene Milch. Bei der goldenen Milch ist es so, dass Sie eine Pflanzenmilch nehmen, zum Beispiel Hafermilch oder Mandelmilch, und etwas Ingwer dazu tun. Ingwer ist auch für die Immunabwehr sehr stärkend. Etwas Ingwerwurzel in Scheiben schneiden und dann in das Getränk hineintun. Und etwas Honig und gerne etwas Pfeffer, um die Wirkung zu verstärken. Das Ganze geht auch ohne Pflanzenmilch. Wer Milchprodukte nicht so gut verträgt oder eben auch die Pflanzenmilch nicht so gut, falls jemand Probleme mit den Zusatzstoffen in dieser Pflanzenmilch hat, können Sie auch gerne einfach nur das Ganze mit Wasser und Zitrone eben aufgießen. Also ein wertvoller Essig stärkt die Immunabwehr. Und deswegen können Sie gerne die Aufstriche noch mit etwas Essig verfeinern und hier gerne einen etwas süßlichen Essig verwenden, um den Zucker einzusparen. Beim Zucker empfiehlt es sich, den weißen, raffinierten Zucker möglichst zu ersetzen mit dem sogenannten Vollrohrzucker. Das ist das Zuckerrohr, was fein vermahlen ist und was Sie auch gerne zum Backen und Süßen von Nachspeisen zum Beispiel verwenden können. Schmeckt allerdings etwas karamellig, nur dass Sie das im Vorfeld schon wissen, aber ich finde es sehr lecker. Testen Sie es einfach mal selbst, wie Sie dazu stehen. Jetzt kommen wir zu den Salzen. Bei den Salzen ist es so, es gibt jodiertes Salz und unjodiertes Salz. Also zu empfehlen ist ein Steinsalz, das allerdings kein Jod enthält. Steinsalz ist einmal hier aus Radolfzell, das ist ein Ursalz, das ist also aus Deutschland. Oder es gibt alternativ auch natürlich Himalaya-Salz, das kommt aus Pakistan, also vom Fuße des Himalaya. Das ist etwas rosafarben, gehört aber auch mit zu den Steinsalzen, die wertvoll sind, aber eben auch fast kein Jod enthalten. Deswegen bräuchten Sie zusätzlich ein Jodsalz. Zum Beispiel können Sie verwenden ein jodiertes Meeressalz. Ja, ich zeige es Ihnen mal gerade, ein jodiertes Meeressalz. Fleur de Sel ist das handgeschöpfte Meeressalz, sehr wertvoll, auch daher etwas teurer, aber enthält kein Jod. Gut, ich denke, auch hier ist die Kombination wichtig, dass Sie einfach verschiedene Salze zu Hause haben und in der Küche dann entsprechend anwenden. Für die Aufstriche, die wir gerne schnell zubereiten können oder eben auch alternativ einen fertigen Aufstrich aus dem Geschäft direkt beziehen. Es geht nicht immer so schnell, wie man gerne möchte. Klar, es gibt auch Rezepte für schnelle Aufstriche. Wir werden auch hier einen entsprechenden zubereiten. Aber Sie sehen hier, es gibt auch fertige, zum Beispiel dieser Rote-Bete-Aufstrich, der die Immunabwehr stärkt, ist auch etwas Meerrettich enthalten hier in diesem Aufstrich. Kann man natürlich auch selber machen, aber als fertige Alternative finde ich den sehr gut. Als Eiweißquelle haben wir hier Sonnenblumenkerne drin. Ja, also eine gute Alternative oder die Kombination Hanf-Paprika. Paprika oder generell zum Beispiel Chilischoten mit ihrer Schärfe aktivieren die Immunabwehr und enthalten Antioxidationsmittel,
Zu bedenken ist natürlich, dass bei einer Chemotherapie eben, dass man sich zurückhalten sollte mit Antioxidantien. Gut, aber generell jetzt für die zur Stärkung der Immunabwehr wäre dieser Aufstrich wertvoll. Also wir haben die Hanfsaat, die Hanfsamen hier drin und zusätzlich auch noch Sonnenblumenkerne. Also nochmal eine weitere Eiweißquelle, die haben wir hier. Oder Sie streuen sich einfach ein paar geröstete Sonnenblumenkerne über Ihren Salat. Kommen wir nochmal zum Mandelmus. Also Mandelmus können Sie im Übrigen auch gerne in den Quark einrühren. Also neben Hanfsamen natürlich als Eiweißquelle können Sie Mandelmus als Eiweißquelle noch unter den Quark rühren, sodass Sie zwei verschiedene Eiweißquellen hätten und dann etwas Honig dazu oder eben diesen Vollrohrzucker, den ich gerade erwähnt habe. Bei den Eiern ist nochmal zu sagen, die Eier, die empfehlen sich in Kombination mit Kartoffeln zu verwenden, weil die Wertigkeit, die Verstoffwechselung im Körper einfach sehr hochwertig ist. Und jetzt kommen wir zu den Kräutern, die Sie in den Kräuterquark mit einrühren. Bei den Kräutern haben Sie eine sehr hohe Möglichkeit, dass wir die Immunabwehr stärken. Das heißt, Kräuter kleinschneiden oder Tiefkühl geht natürlich auch. Und unter den Quark rühren und dann gerne nochmal das Leinöl dazu. Das sehen Sie hier am Rande. Leinöl mit einem hohen Anteil Omega-3-Fettsäuren, nämlich 53%. Und Hanföl mit 18% Omega-3 und zusätzlich die antientzündliche Wirkung der Hanfpflanze selbst. Wir werden noch einen Kräuterquark zubereiten. Da bitte ich Sie oder lade ich Sie dazu ein, dass Sie diesen zu Hause mal versuchen zu testen. Sehr gerne Frühlingszwiebeln dazu und Schnittlauch, sodass Sie zwei stoffwechselaktivierende Kräuter bzw. Gemüsesorten dazu haben. Und eben ein gutes Öl. Sie können natürlich auch Leinöl und Hanföl nehmen oder Leinöl und Hanfsamen zum Beispiel, sodass einfach durch die Kombination dieser wertvollen Öle und Eiweißquellen Sie optimalst versorgt sind und für die Immunabwehr etwas tun. Wir haben jetzt noch zwei weitere Themen für Sie, zwei weitere Videos, die Sie sich gerne anschauen können. Wir haben das Thema wertvolle Öle und wertvolle Eiweiße. Und dazu lade ich Sie herzlich ein.